Das Meer, egal wo auf der Welt, vermittelt etwas an Einzigartigkeit. Es beruhigt und man kann seine Gedanken ordnen, Träume träumen oder sich von den brausenden Wellen in anderer Weise inspirieren lassen. Da wir auf dem Fischland Darß noch nie waren, war dies und hier insbesondere der Ort Zingst unser Herbstausflugsziel 2021. Schon kurz nach unserer Ankunft hier spürten und sahen wir das Potenzial dieses einzigartigen Ostseeheilbades Zingst. Eine Augenweide, wie sich historische riefgedeckte Häuser zwischen moderner Architektur behaupten und bemerkenswert, wie jeder Quadratmeter Land für den Tourismus vermarktet wird. Nachfolgend ein paar Impressionen von hier sowie ein paar Ausflugstipps in der Umgebung. Zingst samt Umgebung sind ein Paradies für Naturfilmer und Fotografen. Nicht nur, weil hier sowie im gesamten Nationalpark ihr Ausjahrein tausende von Kranichen vor ihrem Flug in den Süden Rast machen. Zingst ist ein Ort, in dem das Wort Fotokunst eine große Bedeutung beigemessen wird. Denn ganz Zingst ist eine riesengroße Galerie. Fotoausstellungen in XXL findet man im gesamten Ort, wie auch am Strand. Verschiedene Fotoworkshops vermitteln Kenntnisse und Tricks. Im Max-Hünden-Haus sowie weiteren Orten kann man sich Fototechnik ausleihen. Auch ein Blick durch die riesige rosarote Brille am Strand eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Wer in Zingst eine Ferienwohnung, so wie wir es taten, bewohnt, der kann sich als gut versorgt bezeichnen. Drei Lebensmittel-Einkaufsmärkte, darunter zwei Edeka-Märkte und ein Schwarzer Netto am Ortsausgang Richtung Bad, stehen den Urlaubern und Einheimischen für die Versorgung mit Lebensmitteln zur Verfügung. Auch ein Rossmann gibt es hier. Weiterhin glänzt Zingst mit mehreren Backwarenshops und vielen Restaurants, welche Einheimische, deutsche, griechische, italienische oder asiatische Spezialitäten anbieten. Wir bestellten uns stressfrei und ohne auf eine Innenplatzierung zu warten zur Abholung. Unter anderem im griechischen Restaurant Metaxa an der Hafenstraße 12 unser Essen. Das Lamm mit Salaten und Ofenkartoffeln sowie Kartoffelspalten schmeckte super. Alles stand pünktlich zur Abholung bereit. Und in der Zingster Fischerklause an der Strandstraße 35 zaubert man eine deftige Zingster Fischsuppe. Diese sollte man auf jeden Fall mal probieren. Auch das Eis im italienischen Eiscafé bzw. Restaurant Tiziano an der Klosterstraße 20 war nach der Bestellung im Handumdrehen da und schmeckte super. So wie unser Schwarzwald bzw. Nussbecher. Zingst ist fahrradfahrerfreundlich. Überall bieten Ausleihstationen Zweiräder an. Und auch das Radwegenetz ist super ausgebaut in und um Zingst herum. Den eigenen Drahtesel kann man sozusagen, wenn man nicht unbedingt auf die hier sehr gefragten und raren E-Bikes Wert legt, zu Hause lassen. Auch wir machten eine Radtour zusammen mit unserer Luzi zu den sonnischen Wiesen bis Bramort. Hierzu liehen wir uns zwei Fahrräder mit Dreigangschaltung und ein Hundetransportkörbchen beim Fahrradfahrerleih Luft aus und starteten gegen 10 Uhr von der Seebrücke Zingst aus. Wir fuhren auf dem Deich parallel zum Ostseestrand Richtung Osterwald. Von hier zu den sündischen Wiesen und weiter Richtung Restaurant Schlösschen bis zur Touristinfo des Nationalparkes. Von hier waren es bis zum Endpunkt Bramort noch insgesamt 8 Kilometer. Die gesamte Strecke ab hier ist bituminiert und flach. Linkerseits überall Laub- und Nadeltotgehölz, welches dank Renaturisierungsmaßnahmen auf ehemaligen entwässerten Flächen quasi nasse Füße bekam.
Dies bietet vielen Tierarten jedoch einen besonderen Lebensraum. Überall mittendrin sind kleine Tümpel und Seen, auf denen sich viele Wasservögel wie Kraniche, Schwäne und Co. wohlfühlen. Rechterseits fährt man an ehemaligen militärischen Bereichen entlang, auf welchen sich heute Wasserbüffel tummeln. Irgendwann erreicht man dann die östlichste Spitze der Halbinsel Zingst, den Ort Bramort. Hier mitten in unberührter Natur kann man aus zwei Beobachtungskanzeln unter anderem auf die Insel Hiddensee mit ihrem Leuchtturm blicken. Und natürlich mit viel Glück und Geduld bzw. entsprechend guter Technik viele geschützte Tierarten, so unter anderem auch Rotwild im Naturschutzgebiet, entdecken. Auf der Rückfahrt hielten wir nach knapp 700 Metern nochmal rechterseits am Abzweig zur Hohen Düne, dem größten unbewaldeten Dünenfeld an der deutschen Ostseeküste. Zu Fuß legt man die 1,7 Kilometer in etwa 20 Minuten zurück. Von einem Aussichtsturm bietet sich hier bei guter Sicht ebenfalls ein bezaubernder Blick auf die Ostsee bzw. die Insel Hiddensee. Der Rückweg ist dann der gleiche wie der Hinfahrtsweg. Das Gebiet ist frei zugänglich in der Zeit von 8 bis 15 Uhr. Wer hier länger verweilen will und beispielsweise die Kraniche beobachten möchte, benötigt eine Nationalparkkarte. Wir waren gegen 16 Uhr wieder zurück in Zingst, was bedeutet, dass man dem Rad mindestens 6 Stunden für diese insgesamt knapp 32 Kilometer lange, äußerst interessante und wissenswerte Exkursion einplanen sollte. Und da es auf der Strecke bzw. im Zielgebiet keinerlei Imbissbuden gibt, sollte man sich ordentlich Proviant mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte euch mithilfe dieses kleinen Filmchens ein paar brauchbare Tipps für euren nächsten Aufenthalt hier in Zingst geben. Wir werden das Fischland Dars auf jeden Fall wieder besuchen.